Durchseuchung bei Kindern. Das sagt ja das Kanzleramt. Das gilt es um jeden Preis zu verhindern. Und die andere Seite, die sagt ja, Moment mal, also die wenigsten Kinder erkranken tatsächlich schwerer an Corona. Jetzt lasst uns alles versuchen, neue Schulschließungen, neue Unterbrechungen des Schulalltags zu verhindern. Und lasst uns vernünftig sein und nicht ganze Klassen wieder in Quarantäne schicken. Einfach Unterricht, Unterricht, Unterricht. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit der ehemaligen Familienministerin Christina Schröder, die uns zugeschaltet ist. Schönen guten Tag, Frau Schröder. Hallo, Grüße in die Runde. Wenn Sie das hören, Durchseuchung der Kinder, ist das, das ist ja natürlich ein ärztlicher, ein medizinischer Begriff, aber einer, der im Moment schon auch benutzt wird, um uns Angst zu machen und den Kindern. Ja, also das ist ganz klar ein Kampfbegriff. Und wenn man mal guckt, was ist in anderen europäischen Ländern passiert, man muss sich ja klar machen, Deutschland hatte ja an den Schulen mit die härtesten Maßnahmen in ganz Europa. Wir hatten gerade für die Mittelstufe die Schulen am längsten dicht. Andere Länder wie zum Beispiel Spanien oder die Schweiz haben in der zweiten, dritten und Welle die Schulen überhaupt nicht mehr geschlossen. Und dort sind auch keine Katastrophen passiert. Und wir sollten endlich auch mal nach anderen Ländern gucken und nicht immer nur hier in Deutschland die größtmögliche Panik auf dem Rücken unserer Kinder schüren. Wenn wir jetzt schauen, welche Maßnahmen derzeit ergriffen werden, ne? Wir sprechen seit, ich weiß gar nicht wie lange, über Luftfilter für die Schulen. Darum ein Konzept zu haben für die Schulen. Haben Sie das Gefühl, dass derzeit das überhaupt vorliegt, jetzt, da wir in den Herbst und Winter steuern? Ich glaube schon, dass die Kultusminister wirklich in den meisten Bundesländern sehr viel dafür tun, um Präsenzunterricht stattfinden zu lassen. Und da halte ich nicht Luftreinigungsgeräte für das Wichtigste. Ich finde Luftreinigungsgeräte gut. Ich fände es gut, wenn sie in den Schulen angeschafft würden. Aber der eigentlich entscheidende Punkt ist, dass wir eine politische Entscheidung treffen. Und zwar die politische Entscheidung, dass wir die Schulen offen lassen, dass wir nicht weiter die Maßnahmen auf dem Rücken der Kinder austragen. Denn das alte Argument für die Schulschließung, die wurden ja nicht die Schulen geschlossen, um die Kinder zu schützen, sondern die Schulen wurden geschlossen mit dem Argument, sonst würden sie das Infektionsgeschehen treiben und da könnten vulnerable Gruppen drunter leiden. Vulnerable Gruppen können sich jetzt aber impfen lassen. Und damit ist das Argument für Schulschließungen weg. Aber das ist noch nicht alles. Schule ist ja nicht nur Lernen, sondern Schule ist auch Lebensort. Das heißt, Schule muss auch wieder kindgemäße Bedingungen bilden. Es müssen Klassenfahrten stattfinden. Es müssen Theateraufführungen stattfinden. Und ich habe eine 7-jährige Tochter, eine Zweitklässlerin. Die geht, wie fast alle Grundschulkinder, auch in die Betreuung. Das heißt, die ist 8 Stunden in der Schule und die trägt 8 Stunden lang Maske. Und was wir da so kleinen Kindern zumuten, mit einem zweifelhaften Nutzen, Kinder, die geimpft sind, die getestet sind, das muss man sich ja immer klar machen, das ist wirklich heftig, was wir da den kleinen Kindern zumuten. Ich weiß, dass das viele, die keinen direkten Kontakt zu Kindern haben, dass das denen gar nicht mehr klar ist. Die Maßnahmen für Kinder in Deutschland sind härter als für die allermeisten Erwachsenen. Empfinden Ihre Kinder das so, Frau Schröder? Denn das finde ich eine interessante Beobachtung, kenne ich aus meinem Alltagsleben, dass sie selber das, und das finde ich erschreckend, gar nicht mehr so empfinden, weil die es so gelernt haben. Die machen das jetzt 2 Jahre. Die sitzen seit 2 Jahren mit der Maske im Unterricht und halten das für die Normalität. Das, klar, meine 7-Jährige kann sich an die Zeit vor Corona kaum erinnern, die 3-Jährige schon gar nicht. Und dann heißt es ja immer, die Kinder machen das doch so toll. Ja, kleine Kinder, die halten sich an das, was die Lehrer sagen. Das sind Autoritätspersonen. Und da wird sich dran gehalten, gerade die kleinen, meine kleinen, braven Mädchen. Und meine Tochter hat mir jetzt auch erzählt, sie hat ins Brot gebissen und da ganz schnell die Maske wieder aufgezogen. Und da kann ich mich nicht freuen, sondern ich finde das... Ja, mir macht das eigentlich auch Sorge, wie sehr die Kinder das internalisiert haben und damit ja auch ihre Unbeschwertheit verloren haben und sich ständig in diesem pandemischen Modus befinden. Und die Kinder brauchen jetzt wieder Normalität und ein normales Kinderleben. Davon sind wir aber, das muss man ganz klar sagen, weit entfernt. Wir hören ja auch von Beispielen an Schulen, da müssen die Kinder draußen essen. Bei Wind und Wetter ist egal, weil es ist sicherer. Sie haben die Maskenpflicht angesprochen. Meinem Sohn geht es da genauso. 8 Stunden den ganzen Tag mit der Maske. Und er kennt das schon gar nicht anders. Ich denke aber zum Beispiel auch ans Impfen. Was finden Sie, kann man überhaupt noch Lehrerinnen und Lehrer, die sich nicht impfen lassen wollen, in diesem Beruf arbeiten lassen? Also ich denke auch, dass man darüber reden muss.
Denn natürlich diese Lehrer, die haben sich in diesen Beruf begeben und dort gibt es, haben sie damit, müssen sie auch quasi gewisse Schutzpflichten einhalten. Und deswegen ist es schon eine Frage, ob man eventuell es wirklich zulassen kann, wenn sie dann einfach sagen, wir sind nicht geimpft. Ob man sie vielleicht dann sagt, ja, dann müsst ihr euch halt vielleicht innerhalb des Lehrerberufs Möglichkeiten suchen, wo ihr nicht direkt mit Schülern in Kontakt kommt. Zumal ja auch gerade von den Lehrerverbänden der größte Druck kommt. Von den Lehrerverbänden kommt ja der Druck, weiter Masken, weiter diese harten Maßnahmen. Nicht von den Lehrern, die ich kenne. Und ich glaube, die meisten Lehrer gucken da etwas fassungslos, was ihre eigenen Verbände machen. Aber die Verbände selbst üben hier einen unglaublichen Druck aus. Gut, dass Sie es gesagt haben, sonst hätten Sie da morgen Stress an der eigenen Schule, Frau Schröder, die eigenen Lehrer ausgenommen. Aber das ist bei uns zu Hause ganz genauso. Da gibt es auch viel Lob für die Grundschullehrer. Eine letzte Frage bei uns. Gleich im Studio wird die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sein. Was ganz konkret würden Sie heute fragen? Ich denke, alle, die in der Bildungspolitik unterwegs sind, müssen jetzt dafür sorgen, dass die Maßstäbe wieder zurechtgerückt werden. Unsere Maßstäbe sind verrutscht. Wir müssen uns klar machen, dass das Risiko an den Schulen nur noch minimal ist. Die Kinder sind zum Glück getestet, was ich gut finde. Und dass wir dann immer noch weiter derart obsessive Maßnahmen haben und zum Beispiel auch bei den Einschulungsfeiern teilweise sagen nur ein Elternteil oder die geimpften Großeltern ausschließen. Das ist, da ist in unserer Gesellschaft etwas schiefgelaufen. Da ist was auf die falsche Bahn gekommen. Und da müssen wir alle gemeinsam, die Bundesbildungsministerin, ganz vorne dran, daran müssen wir arbeiten, hier wieder die Maßstäbe zurechtzurücken. Das sind wir unseren Kindern wirklich jetzt schnell schuldig. Das sind wir unseren Kindern wirklich schuldig. Genau so ist beispielsweise die Einschulung meines Sohnes abgelaufen. Da standen Oma und Opa geimpft vor der Tür und auch die Geschwisterkinder standen vor der Tür. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Das sagt Christina Schröder. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Alles Gute. Ich habe das Gefühl, dass jemand weiß, dass es bei den Leuten ruhiger geworden ist, wie das ist. Aber die Wirtschaft funktioniert.